Tag 10.820 beginnt mit Frühdienst. Ich warte 2 Stunden, bis der Erste ausgeschlafen hat. Schlimmer als mit Menschen zusammenwohnen zu müssen, die man sich nicht aussucht, ist wohl nur die Einsamkeit. Ich bin der Mann, der bleibt treu, lustig ist, plus dich verwöhnt. Otto, 83 Jahre, 1,80 Meter, seit 18 Monaten verwitwet und bin vom Kopf frei für einen neuen Lebensabschnitt. Ich bin ein lustiger, charmanter, mittelschlanker Herr mit den Hobbys Kreuzfahrten, Gesellschaftsspiele und Kreuzworträtsel, welche ich gerne mit Ihnen zusammen lösen möchte. Suche eine natürliche Partnerin in meinem Alter, hier aus der Region, für gemeinsame Unternehmungen oder Bummeln im Park. Er, Ende 50, sportlich gepflegt, finanziell großzügig, sucht Frau für lockere Beziehungen. Wobei, oh nein, guck mal, ihr erstes Wort, Elfie, 62 Jahre. Sparsam, nachgiebig, mit schöner weiblicher Figur, früh verwitwet, suche einen lieben Gefährten, der eine ehrliche, fürsorgliche Frau vermisst. Habe Sehnsucht nach Zweisamkeit, möchte wirklich nicht länger alleine bleiben, könnte dich kurzfristig mit einem Auto besuchen, wenn du privat wahrscheinlich an. Das klingt so, als bräuchte sie wirklich jemanden, als wäre sie sehr, sehr allein. Mhm. Das ist schon, ich frage mich echt, wie das noch zieht, weil das haben viele Zeitungen. Aber klar, gerade für die ältere Generation ist das wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich meine Oma da mal reinsetzen. Einsamkeit ist nicht erst seit der Pandemie ein Problem und betrifft auch nicht nur die Alten. Studien zeigen, dass Einsamkeit das Risiko für chronischen Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Demenz und einen frühen Tod erhöhen. Wohl so schädlich wie Adipositas oder Rauchen. Die Altersgruppe, die prozentual am einsamsten ist, mit 30er. 18% der Menschen zwischen 30 und 34 fühlen sich demnach einsam. Woran liegt das? An fehlenden Beziehungen, Freundschaften? Ist Social Media ein Auslöser oder sind die Erwartungen an einen potenziellen Partner, einen Freund oder sich selbst einfach zu hoch? Vielleicht spielt die Angst, sich zu binden und damit die Angst zu altern eine Rolle. Es ist nur möglich, Fragen zu stellen. Beantworten muss sich das jeder selbst. Ich will mich immer weiter drücken, drückt. Und dann ist ich weiß, wo ich gern drücke, da. Entschuldigung. Ausgerechnet die FDP hat im Mai 2019 eine kleine Anfrage zum Thema an die Bundesregierung gestellt, nachdem die Linke das schon vor einigen Jahren getan hatte. Im Vorwort der Anfrage ist von erheblichen gesamtwirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen für die Gesellschaft die Rede. In Japan, Großbritannien, Dänemark und Australien würde Einsamkeit bereits als ein ernstzunehmendes Problem für die öffentliche Gesundheit wahrgenommen. In 15 Fragen will die FDP in ihrem Schreiben wissen, ob die Bundesregierung Einsamkeit als Problem begreift und welche konkreten Maßnahmen und Initiativen umgesetzt werden sollen. Die Beantwortung bleibt auf 7 Seiten meist vage. Hier 2 Zitate der Bundesregierung. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Einsamkeit als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen angesehen wird, das diverse Lebensbereiche berührt und sich in der Arbeitswelt, im Freizeitverhalten, in der Gestaltung sozialer Beziehungen und generell in der Partizipation am Leben in der Gemeinschaft manifestiert. Angaben über Einsamkeit spiegeln in ganz allgemeiner Form gesellschaftliche Veränderungen wider. Die Einengung auf den Bereich der öffentlichen Gesundheit wäre eine unangemessene Verkürzung der Bedingungen und Auswirkungen von Einsamkeit. Außerdem können auch die Instrumente und Maßnahmen der Arbeitsförderung und der Grundsicherung für Arbeitssuchende, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales fallen und die Eingliederung in Arbeit zum Ziel haben, mittelbar als Maßnahmen zur Verringerung von Einsamkeit angesehen werden. Denn Arbeit bedeutet zugleich Teilhabe, soziale Kontakte und Anerkennung. Somit ist Arbeit nicht nur wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch für jeden Einzelnen. Die Arbeit ist also der Schlüssel. Ist ja nicht ganz falsch, aber einfach richtig, richtig deutsch. Es ist außerdem die Rede von Mehrgenerationenhäusern. Es gibt wohl 540 davon. Niedrige zweistellige Millionenbeträge stehen einigen Initiativen zur Verfügung. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch wenn die Einsamkeit ein eher subjektives Phänomen ist, gibt es auch Menschen, die objektiv betrachtet einfach isoliert sind. Diese Menschen sind häufig in einer sozial sowie wirtschaftlich prekären Situation. Der Staat könnte handeln, könnte Kampagnen starten, könnte Studien in Auftrag geben und Konzepte umsetzen, Vereinsamung bekämpfen. Auch wenn das alles für Politik schwer zu greifen ist.
Es wäre mehr möglich und nötig, gerade nach diesen 2 Jahren im Ausnahmezustand. Ich habe gestern schon kurz den Schriftsteller Wolfgang Herrndorf erwähnt und ich muss schon wieder an ihn denken. Der Mann hat Jahre gegen einen Hirntumor gekämpft und alles in seinem Blog Arbeit und Struktur festgehalten. Der ist übrigens immer noch online und hat nichts an Kraft verloren. Es gibt eine Suchfunktion und wenn man da Einsam oder Einsamkeit eingibt, werden nur wenige Einträge angezeigt. Obwohl es keinen einsameren Weg gibt, keinen persönlicheren, der Weg in den Tod. Trotzdem schreibt er nicht direkt davon, sondern es klingt in fast jedem Beitrag einfach mit. Am 7.11.2010 um 15.05 Uhr schreibt er: Wohnungsbesichtigung in Charlottenburg. Der Versuch, mein Leben nicht in einer dunklen Einzimmer-Hinterhofwohnung ausklingen zu lassen, erweist sich als schwierig. Nie im Leben einen Pfennig Schulden gehabt, durch Chick Geld wie Heu auf dem Konto, aber kein Einkommensnachweis. Ohne Bürgschaft meiner Eltern käme ich an keine Wohnung ran. Auch insofern vorteilhaft, sie nicht zu überleben. Die Wohnung allerdings nicht besonders schön. Beim Blick ins Badezimmer sehe ich die zukünftige Blutlache auf den Fliesen und weitere Besichtigungen schaffe ich nicht. Macht alles viel zu viel Umstände. Allein die Angst vor dem Papierkram. 28.11.2010, 19.34 Uhr. Spazieren gegangen Richtung Alexanderplatz. Über den Jahrmarkt gelaufen, mit der wilden Maus gefahren. Die Einsamkeit der letzten Jahre. Herrndorf beging am 26. August 2013 Selbstmord. Er schoss sich in der Nähe des Strandbads Plötzensee mit einem Revolver in den Kopf. Der Revolver liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Ich weiß nicht, ob ich das makaber finde oder nicht. Bis morgen an Tag 10.821. Welcher Tag ist heute für dich und was macht ihn besonders? Schreib's in die Kommentare.